Die letzten Mikros sind aufgebaut, dann kann es auch losgehen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel am 24. Spieltag gegen den Hamburger SV. Wir sind mit mehr als 23.000 verkauften Tickets zum ersten Mal ausverkauft, seit es das neue Stadion gibt. Und alle anderen Infos gibt es wie immer von Christian Eichner. Ja, hallo nochmal an alle zusammen. Das erste Mal, dass wir in dieser Rückrunde eine normale geregelte Trainingswoche hatten, die einen 7-Tage-Rhythmus vorsah. Bisher war das immer wieder ein steter Wechsel von kurzer und langer Woche. Insofern tat es uns, glaube ich, als Gruppe insgesamt sehr, sehr gut, mal geregelte Abläufe zu haben und auch diese Vorteile mal wieder zu nutzen, um in verschiedene Dinge reinzugehen in der Trainingswoche. Und somit eigentlich auch alles gut vorbereitet für Sonntag. Personell ist es so, dass Tim Breithaupt und Kyungrok Choi zur Stunde auf jeden Fall ausfallen werden. Ein Fragezeichen ist noch bei Stefan Ambrosius, der nach wie vor unter den Nachwehen so einer kleinen muskulären Geschichte leidet aus dem Regensburg-Spiel, wo wir schauen müssen, wie viel Sinn das dann am Sonntag auch machen würde. Ansonsten sind alle anderen bei der Musik, sind die Woche im Training gewesen, gab ein, zwei kleine Fehlzeiten aufgrund Vorsichtsmaßnahmen. Ansonsten sind wir gut vorbereitet, freuen uns auf Sonntag. Glaube ich, tolle Rahmenbedingungen, wie wir gerade gehört haben. Hoffen wir, dass das Wetter noch ein bisschen mitspielt, sodass hoffentlich alles vorbereitet ist für ein tolles, interessantes Fußballspiel. Dann macht Nils Bohl den Anfang, das Mikro kommt. Hans? Ja, Christian, Spiele gegen den HSV sind eigentlich immer besondere Spiele oder waren es in der Vergangenheit sehr oft, jetzt mal unabhängig von der Phrase, dass es immer nur 3 Punkte gibt. Aber was macht dieses Spiel aus deiner Sicht gegen den HSV jetzt besonders? Also ich gebe dir recht, dass Spiele sicherlich immer eine gewisse Brisanz haben, eine sportliche Brisanz, die dann immer wieder auf diesen Spielen liegt. Aufgrund verschiedener Spiele der letzten Jahre, da müssen wir gar nicht so lange zurückgehen. Ich glaube, alle Partien, die wir bestritten haben, haben eine gewisse Enge beinhaltet. Es war, glaube ich, eines davon ist mal aus dem Raster gefallen, wo wir relativ früh eine gelb-rote Karte hatten. Ansonsten haben wir es immer wieder gut hinbekommen, die Qualität des Gegners aufzufangen, ihn so ein bisschen bei uns mit reinzunehmen in unsere Welt. Und das versuchen wir natürlich auch am kommenden Sonntag. Wir haben jetzt gefühlt in den letzten Monaten viele Spiele in Hamburg bestritten, obwohl das wahrscheinlich gar nicht stimmt. Das einzige war das Pokalspiel, aber ist jetzt lange her. Ich glaube, der letzte Auftritt hier vom HSV liegt knapp 1,5 Jahre jetzt zurück. Deswegen glaube ich, dürfen Sie sich auf ein tolles Stadion freuen, auf eine tolle Kulisse. Und wir müssen dafür sorgen, dass es über 90 plus einfach stetig laut bleibt, die Zuschauer mitnehmen. Wir werden aber auch es andersrum benötigen am Sonntag, weil du sicherlich auch mal wieder Momente haben wirst, in denen du leiden wirst aufgrund des Ballbesitzspiels des HSV. Und da werden die Jungs sicherlich auch die Unterstützung von oben nach unten benötigen. Da bin ich mir aber felsenfest sicher, dass das der Fall sein wird, weil die Zuschauer die ganze Saison schon über ein großartiges Gespür haben, was die Mannschaft dann in der jeweiligen Situation benötigt. An René Dankert. Christian, der HSV verfügt über eine recht eingespielte Truppe, bei der man weiß, was auf die Mannschaft zukommen wird. In der Regel hat eine starke Bank, ist aber diesmal in der Situation in der zentralen Verteidigung, glaube ich, die beiden etatmäßigen Verteidiger zu ersetzen. Ändert das aus deiner Sicht irgendwas in der Statik des Spiels des HSV? Wie musst du deine Spieler vielleicht auch auf die unbekannte Größe Montero einstellen? Na, grundsätzlich sind die Vorzeichen bei Spielen gegen den HSV, wenn man es in der Rückrunde bestreitet, relativ gleich. Die Ausgangssituation ist gleich. Der Gegner ist aufgrund einer großartigen Qualität im Kader völlig zu Recht. Und, also, mich überrascht das nicht unter den ersten dreien oder unter den ersten beiden Mannschaften jetzt, wo sie sich am Ende sicherlich auch aussehen werden. Was sie sich so ein bisschen unterscheidet, glaube ich, zu den Jahren davor, ist, dass sie, wie du es angesprochen hast, über eine sehr, sehr gute
Optionen auch verfügen, wenn Leute ausfallen oder wenn sie generell im Spiel einen anderen Impuls setzen wollen. Es ist eine gewisse Ruhe inzwischen aus der Ferne im Club drin. Man verfolgt einen Weg, den sie jetzt über das Thema Eingespieltheit auch haben. Also sind alle Dinge auf den Weg gebracht, glaube ich auch. Und sie haben jetzt die letzten Wochen auch Spiele gehabt, die sie vielleicht die letzten Jahre immer mal wieder dann weggeben mussten in den entscheidenden Phasen. So sind sie jetzt beispielsweise vor 3 Wochen oder wann das war in Heidenheim selbst nach einem 3-0 nochmal zurückgekommen, haben auch enge Partien gezogen. Deswegen wartet da ein richtig guter Gegner auf uns. Der ein oder andere fällt anscheinend aus. Ich glaube aber, so wie ich Tim kenne, wird das Netz nichts daran ändern, dass er seinen Weg und sein Spiel versuchen wird durchzuziehen. Ich hoffe und wünsche allerdings meiner Mannschaft, die auch gut drauf ist, die eine richtig gute Phase hat, dass sie am Sonntag alles entgegensetzt, um wieder ein enges Spiel daraus zu machen. Und ich glaube schon fest daran, dass je öfters du es eng gestalten kannst, dass es irgendwann dann auch mal auf Seiten von Karlsruhe liegt, das Spiel Verlaufsglück oder der Spielverlauf in Summe. Und da werden wir einiges dafür tun, dass das am Sonntag der Fall sein wird. Und so werden wir es auch angehen, dass wir das Ziel haben, logischerweise das Spiel am Sonntag auch auf unsere Seite zu ziehen. Dann mach gleich weiter. Ich habe noch eine Anschlussfrage. Budo Tsivtsivadze hat ja jetzt letztes Wochenende sich eingeführt, hat einen Einsatz gehabt, ist reingekommen. Wie weit ist er aus deiner Sicht und was heißt das für das Spiel gegen den HSV? Ist er da möglicherweise schon wieder ein Kandidat für mehr Spielzeit? Also er hat auf alle Fälle alles auf den Weg gebracht, dass er mehr Spielzeit dann auch bekommen wird und bekommen kann. Ist alles so eingetreten, wie wir es eigentlich auch erwartet haben. Er hat eine gewisse Zeit benötigt, um sich zu adaptieren. Er hat das ein oder andere Training benötigt, um wieder seinen Rhythmus zu bekommen. Ich glaube, der ab und zu das Training sieht, der stellt enorme Unterschiede fest zu seiner Ankunft, was völlig normal war für uns. Wir wollten einfach dem Sturm oder der Positionsgruppe Sturm nochmal einen Spielertypus hinzuführen, um da auch den Druck weiterhin hoch zu halten, um die Möglichkeiten auch zu erweitern, zusätzlich einfach auch die Möglichkeit, diesen Spieler jetzt schon im Winter zu bekommen und ihm dann dadurch aber auch die notwendige Zeit zu geben, um sich vorzubereiten. Ich richte es wieder aus. Um sich vorzubereiten, dann auch vermehrt. Er versteht das Spiel in seiner Ganzheit. Er hat jetzt die letzten beiden Wochen richtig gut trainiert. Er ist in der Mannschaft, in der Gruppe auch richtig angekommen. Es ist auch jemand, der sich die Dinge erstmal in Ruhe anschaut und dann aber vollwertiges Mitglied auch in der Gruppe ist. Auch da erkenne ich Parallelen zu seinem Landsmann, der mit mir gespielt hat. Das war das Allerselbe und deswegen sind wir momentan sehr zufrieden mit seiner Entwicklung. Und jetzt wird es am Spiel liegen, wird es auch in den nächsten Wochen liegen an ihm und natürlich auch am ganzen Verlauf, wie viel Spielzeit dann da on top dazugekommt. Momentan ist es so, dass wir vorne drin ein sehr, sehr gefährliches Sturmduo haben. Und das ist das, was ich euch auch immer wieder angesprochen habe. Konkurrenz fördert Leistung. Und das im jeweiligen Rahmen zu dem Club, dem es dann auch passt. Bei uns ist das momentan gut so. Und deswegen hoffen wir, dass sich die Jungs weiter gegenseitig anstacheln. Und wenn der eine mal hängt, dass der andere dann zur Hilfe eilt. Könnt ihr einmal das Mikro? Ja. Danke. Hi Gob von KA News. Jetzt steht man da ja quasi einem bekannten Trainer-Duo gegenüber, quasi aus dem eigenen Haus. Ist das ein Vor- oder Nachteil bei der Spielvorbereitung? Ja, ich habe gar keine große Verbundenheit zu Tim, weil wir uns, oder wir hatten nichts in Anführungszeichen miteinander zu tun zu der NLZ-Zeit, weil er schon weg war, als ich kam. Die einzige Verbundenheit, die uns beide jetzt im Endeffekt verbindet, ist, glaube ich, dass wir eine Vergangenheit haben, beziehungsweise er sie jetzt hat in der Form. Ich bin ja wieder da mit einem KSC-Blick darauf. Ansonsten sind wir
glaube ich, grundverschiedene Typen. Und das ist aber auch wichtig für die Liga, dass es da unterschiedliche Trainertypen gibt. Ich würde gerne nochmal zu Zivce Vatse nachfragen. Kannst du mir das mal übersetzen? Heißt es, man könnte den jetzt auch bedenkenlos über 90 Minuten ins Spiel werfen und über 90 Minuten gehen lassen? Oder ist es im Moment so von seiner Verfassung, also sowohl physisch als auch psychisch, kann man jetzt sagen, aber von seinem Verständnis her, eher so der Mann für 30 Minuten oder für 15 oder für 5? Also nur, dass ich das mal so für mich einschätzen kann. Das Ziel, was ich habe oder was wir als Trainer haben, ist, dass er in der Länderspielpause eine sehr, sehr lange Spielzeit bekommt. Das ist eigentlich auch so das Ende meiner Planung gewesen, dass er mit Beginn der Länderspielpause, dazu zähle ich mal diese beiden Testspiele, die wir dort haben werden, dass er dort in der Lage sein wird, dann, keine Ahnung, 70, 75, im Optimalfall 90 Minuten zu spielen. Und dann am Ende dieses Spiels wird dann auch dieses Thema mit einem Haken beenden können. Momentan ist es so, dass ich noch kein Minutengefühl habe für ihn. Er aber sicherlich in den letzten Wochen vieles dafür getan hat, dass er diese Minuten sehr, sehr weit nach oben schraubt. Er hat jetzt lange kein Spiel von Beginn an gemacht, deswegen glaube ich jetzt über 90 Minuten, das ist jetzt erstmal auch gar nichts Tragisches oder Überraschendes, wird es, glaube ich, mit einer hohen Intensität in der Liga noch nicht ganz reichen. Aber ich traue ihm durchaus eine Halbzeit aktuell zu. Hängt auch ein bisschen von dem jeweiligen Spiel ab. Ich glaube, es ist einfach ein Unterschied, ob du vielleicht in einem Heimspiel gegen einen Gegner auf Augenhöhe mehr den Ball hast und sehr, sehr viele Strafraumaktionen hast oder ob du vielleicht gegen einen Gegner, wie wir ihn am Sonntag erwarten, der sich sehr viel über Ballbesitz auch definiert, vielleicht eher auch mal Momente haben, wo wir Bälle jagen müssen. Das ist dann noch ein bisschen der Unterschied, aber auch da hat er sich enorm weiterentwickelt die letzten Tage, was das Körperliche anbelangt. Gibt es da noch weitere Fragen? Dann wechseln wir einmal die Seite. Ja. Tobias Zapp vom SWR. Thomas Müller hat ja vor ein paar Tagen das bayerische Selbstbewusstsein mit dem Bild umschrieben von der breiten, behaarten, bajuwarischen Brust. Wie sieht denn die Karlsruher Brust jetzt nach 4 Siegen in Folge aus? Ja, bezüglich der Behaarung gibt es sicherlich einige Unterschiede in der Kabine, ohne dass ich da jetzt jeden Tag da bin und das dann auch begutachte. Da habe ich dann meine eigene Dusche oder meinen eigenen Nassbereich. Von dem her kann ich da aber mal reinhören. Die Brust ist sicherlich ein bisschen gewachsen, aber auch das wird immer wieder neu abgefragt. Wir haben einiges liegen gelassen im Herbst. Das heißt, wir haben aufgeholt die letzten 4 Wochen. Das war aber auch zwingend notwendig, weil das Gegner waren, die so in unserem Regal sich befinden. Und deswegen tun diese Siege, unabhängig wo der Gegner steht, einfach enorm gut und sind sehr wichtig gewesen aufgrund des Herbstes, um punktemäßig sich ein bisschen eine Region vorzuschieben, wo dir das Wasser nicht immer wieder bis zum Hals steht. Und jetzt haben wir so ein bisschen das erste Mal wahrscheinlich, so ein bisschen eine geistige Freiheit, die ich mir erhoffe für die Mannschaft gegen 2 Gegner. Ich nehme mal den nächsten noch mit dazu, wo aus jetzt mal dem einen oder anderen Regal höher gelagert kommen. Aber ich glaube, wir haben in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass wir gegen diese Gegner nicht nur mithalten können, sondern haben den einen oder anderen jetzt mal HSV unabhängig auch schon mal bezwungen. Und deswegen erhoffe ich mir, dass die Jungs richtig viel Selbstvertrauen mitbringen, dass sie das Stadion mitnehmen. Und ich glaube, wer schon mal in Karlsruhe gespielt hat, der weiß, dass da eine besondere Kraft im Stadion liegen kann. Und dieses Gesamtpaket wünsche ich der Mannschaft einfach am Sonntag, dass Behaarung hin, Behaarung her, dass sie viel Selbstvertrauen einfach am Sonntag mitbringt und dieses Spiel nicht nur genießt, sondern wir sind nicht zum Genießen da am Sonntag, sondern wir sind dazu da, um weitere Punkte aufs Konto draufzupacken. Und das wird unser Ziel sein, genau das Gleiche, wie es angesprochen bei Tim sicherlich auf der Seite auch liegen wird. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir ein rassiges, intensives Fußballspiel am Sonntag
sehen werden. Gibt es denn noch weitere Fragen? Hans Vollseher. Christian, bei Michael Kaufmann sieht man da, dass es gegen seinen ehemaligen Verein geht im Training? Oder ist der völlig normal? Der ist völlig normal. Also der ist in diesen Punkten, die ihn gerade auszeichnen, ist er absolut top gerade. Das ist er schon längere Zeit. Das ruft er auch ständig ab. Das hat sich stetig auch ein paar Puzzleteile hinzugefügt zu seinem Spiel. Und ich glaube, dass, was ich das ein oder andere Mal schon angesprochen habe, um Neuzugänge zu bewerten, bedarf es immer mal ein bisschen Zeit. Der ein oder andere kommt schneller in Schuss, der ein oder andere braucht ein bisschen länger. Manche haben wir auch schon oft erlebt, KSC unabhängig, dass es auch mal Jungs gibt, wo es dann einfach auch gar nicht passt. Bei Mikkel ist es momentan so, da fühlt sich Pudel wohl in Karlsruhe. Er ist in der Mannschaft großartig angekommen, schon von Tag 1 an. Er hat die anderen Teile, über die wir öfters gesprochen haben, jetzt das eine beseitigt, das andere dazugefügt, sodass es ein toller Spieler für uns momentan ist im Sturm, der sich der perfekt harmoniert mit Schleuse, aber auch mit den anderen Stürmerkollegen und der am Sonntag auch überhaupt nichts Besonderes machen braucht, sondern einfach nur Mikkel Kaufmann sein soll, niemandem irgendwas zeigen muss, weil das ist Quark, weil man muss einfach einmal wieder sehen, in welcher Systematik hat der HSV gespielt letztes Jahr, wer war mein Konkurrent, wie hat der Konkurrent getroffen. Deswegen glaube ich, müssen wir gar nicht so sehr über das Jahr beim HSV sprechen, weil das hat ihm sicherlich auch in seiner Entwicklung enorm weitergebracht und vielleicht ist jetzt der Moment da, wo er einfach mal auch ernten kann. Dann haben wir hier vorne. Ja. Christian, die Ausfälle von Choi und Breithaupt haben ja dazu geführt, dass deine Möglichkeiten in der Zentrale sich relativ reduziert haben. Du hast jetzt mit Leon Jensen 1:1 ersetzt im letzten Spiel und hat ja dann auch eine Folge im Kader, eine Kaderzusammenstellung, wo dann die doppelte Innenverteidiger gefehlt hat. Ist das dann, sagen wir mal, auch für die kommenden Wochen bei der Kaderzusammenstellung der Weg, den du wählen wirst, einmal eben dann einen Flügelspieler mehr auf der Bank zu haben? Das ist durchaus eine Option, ja, weil wir es ja angesprochen haben, beziehungsweise dann auch erlebt haben letzten Sonntag in Rostock, dass wenn mal in der Zentrale was passiert, in dem Fall, dass Leon anzeigt, dass es vielleicht ganz gut wäre, wir würden da was Frisches aufs Feld bringen, dass wir dann eigentlich schon gezwungen sind, dass Marvin Wanicek ins Zentrum geht und eine Doppelsechs begleitet mit Jerome Gondorf und dadurch auf dem Flügel etwas frei wird. Und das müssen wir gut auffangen. Auch da werden wir uns Gedanken machen für Sonntag, wobei sich, das kann ich vorwegnehmen, ohne dass ich jetzt schon irgendwie weiß, wie der Kader sich zusammensetzt, es durchaus auch wieder so sein kann am Sonntag, weil der Platz wird die nächsten 48 Stunden sicherlich gut bewässert werden, wodurch er relativ schnell auf sein wird und das auch weitere Körner kosten wird im Spiel. Das ist einfach ein Unterschied. Letzte Woche war das Wasser aus in Rostock, da war er trocken. Am Sonntag wird er sehr, sehr schnell feucht und auch unangenehm zu bespielen sein und das wird mehr Körner kosten als sonst und deswegen müssen wir uns da viele Gedanken machen im Voraus, wie wir gewisse Dinge auffangen können. Gibt es noch weitere Fragen? Wohl, es sind wohl alle beantwortet, also sage ich mal ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Sonntag und vielen Dank fürs Kommen. Ciao, ciao. Tschüss zusammen.